Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Heute präsentiere ich euch die neue Rubrik Spotlight. Hier werde ich euch immer die witzigsten Kandidaten präsentieren, die ich jemals auf der Bühne hatte und ohne die es keine tolle und grandiose Show gegeben hätte. Und die erste Kandidatin, die war in Dortmund auf der Bühne, Ricarda. Und ich kann euch versichern, was Ricarda auf der Bühne geleistet hat, das war spektakulär. Seht selbst. Ricarda, pass auf, Ricarda, tipp ich deine Stirn in die Augen sofort auf. Jetzt. Verrückt. Ricarda, komm mal einmal kurz mit. Das ist crazy, ne? So ein bisschen, Ricarda, wir stellen uns einmal hier hin. Blick Richtung Publikum, dann wird es schon ein bisschen nervös. Füße einmal nebeneinander, genau. Ricarda, guck mal einmal auf meine Hand, atme mal einmal tief ein und schlaf. Der Körper wird schwerer, du lässt den Körper einmal fallen und schlaf. Tief und fest. Auch da kann man mal klatschen, während du gehst. Da sagt sie gar nichts mehr, okay. Pass auf, tipp ich dir an die Stirn, kannst du aufstehen, der Körper ist locker, leicht und gelöst. Die Augen gehen auf, zack, jetzt geht's, probier mal aus. Komm, ich helfe dir sogar. Das ist jetzt echt ein bisschen verrückt, ne? Setz dich da mal einmal kurz hin. Glaubst du, rein hypothetisch betrachtet, besteht die Möglichkeit oder glaubst du, dass du gerade unter Hypnose bist? Ich glaube nicht mehr. Du glaubst nicht mehr? Schlaf tief und fest. Ich glaube doch, du singst tiefer und du fühlst dich völlig wohl. Da kann man mal klatschen. Mit geschlossenen Augen stehen, du bist die Beste. Ja, du bist die Beste. Sehr gut. Tipp ich gerne stehen, kannst du einmal die Augen öffnen, dass keine Ahnung, was du tust. Hey, frag dich, komm mir einmal kurz da vorbei gehen. Guck mal, das ist verrückt, ne? Würdest du nicht machen, oder? Nee, das willst du nicht machen. Kannst du dich einmal kurz auf den Platz setzen? Dann guck mal einmal schlafen. Der kommt nicht nach vorne. Du singst immer tiefer. Und tiefer. Einfach die Augen auf. Oh, komm mal kurz mit. Wir setzen uns einmal hier hin. Ja. Wunderbar. Super. Schlau. Tief. Noch fest. Hammer. Das heißt, wechsel mal die Seite der Gitarre. Gitarre auf die andere Hand. Du kannst natürlich auch verkehrt herum spielen. Genau. Du rockst doch mal so richtig ab. Genau. Sehr gut. Tipp ich dir an die Stirn, kannst du dir auch öffnen. Du hast überhaupt keine Ahnung, was hier gerade los ist. Und die Musik geht aus. Jetzt. Einmal die Augen auf. Hey. Was machst du denn da? Du bist auf einmal, pass auf, die Hände wieder völlig normal. Bisschen außer Atem gerade. Keine Ahnung, wieso, ne? Kannst du dich einmal kurz da setzen? Was ist denn hier los? Was? Ja, in der Fitnessstudio, gerade noch am Boden, jetzt am Stehen. Frag nicht nach. Schlaf. Tief. Und mit ihr. Okay, wir machen kurz einmal Folgendes. Wenn du gleich die Augen öffnest, kannst du die Augen öffnen. Du bist scheinbar hellwach, frisch und ausgeruht. Aber in dem Moment, wo ich deine rechte Hand so schüttel, realisierst du, dass ich der hässlichste Kerl bin, den du jemals in deinem Leben gesehen hast. Ja, du möchtest nicht mit mir reden, du möchtest nicht mit mir sprechen und schon gar nicht möchtest du, dass ich dich an der Schulter oder den Haaren anfasse, denn ich bin so hässlich, mit mir willst du nichts zu tun haben. Das ist ganz klar. Wenn ich dich gleich wecke und deine rechte Hand schüttel, dann ist das genaue Gegenteil die Wahrheit. Du bist ja so in mich verknallt. Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich eine 13. Was? Zu wenig? Okay, ich bin eine 15. Und du bist, lach nicht, du würdest das auch machen, wenn du könntest. Ja, genau. Okay, auf jeden Fall, du bist total begeistert, du bist total in mich verknallt, du baggerst mich so richtig auf der Bühne an, denkt aber immer dran, es sind Kinder im Publikum. Auf jeden Fall, du bist total in mich verknallt. Und das Zweite, was passiert, du findest Ben David total hässlich. Ben David ist der hässlichste Typ der Welt und ich bin so toll. Oh, du bist so in mich verknallt. Du bist so in love. Und du findest mich total hässlich, aber du bist total in Ben David verknallt. Mama, Ben David, den baggerst du so richtig an, weil der ist ja viel hübscher als der Christo. Bei 3 können alle die Augen öffnen auf der Bühne. Wenn ich dir was eingeredet habe, tritt es aber explizit ein. 1, 2, 3. Einmal die Augen auf. Hey, geht's euch gut? Und seid ihr alle entspannt? Oh, guck mal, das ist, darf ich mal kurz deine Hand ausleihen? Hör mal, du hast aber schöne Haare. Ja, echt. Und auch dieser Pulli, ne? Dieses Grün, das gefällt mir. Und der Schal. Wie bitte? Oh, das ist aber toll. Nein. Sag mal, hast du einen Freund? Ja. Echt? Wie ja. heißt denn der? Ja, ich hab mich. Der gerade hier. Der hier gerade. Wie heißt der denn? Ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Denn? Auf jeden Fall. Hi. Das ist aber. Oh, hi. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen, Mensch. Freust du dich? Ja. Ach, klasse, Mensch, toll. Gehen wir nachher noch was trinken?
Unbedingt, ja. Kennst du dich ein bisschen aus hier in Dortmund? Ja, ich wohne hier. Ehrlich, ich auch, ich komme aus Dortmund. Ja, aber du nicht. Ja, dann können wir... Mensch, kannst du immer gerade mal das Mikrofon... Ja. Dann können wir gleich zu dir gehen, oder? Ja? Ja. Wir können ja auch erst was trinken. Erst trinken, ganz locker, ganz entspannt. Mensch, schön, dass... Aber da bin ich dann gleich mit dabei, weil ich komme natürlich immer mit. Oh, diese Haare sind so gut. Entschuldigung. Nein, das soll er nicht machen, oder? Warum macht er das? Weiß nicht. Ich finde dich auch super hübsch. Finde ich, ja. Ja, ich sehe aber nicht. Okay, ich habe das verstanden. Hey, geht's dir gut? Sag mal, wie heißt du nochmal? Hi, wie heißt du nochmal? Was? Wie heißt du nochmal? Dein Name? Mein Name? Ja, wie du heißt. Ich bin der Christo. Hi. Dir geht's gut, ne? Ja? Ja. Wo kommst du her? Ja? Wollte ich auch gerade fragen, wo kommst du her? Ja, also ich lebe in Amerika, aber ich bin ganz oft in Dortmund. Nimmst du mich mit? Ich, ob ich dich... Ja, klar. Das ist ja auch ganz tolles Haar, ne? Das ist ja... Hi. Hi. Geht's ja, gut? Ja. Oh. Ja, wollen wir auch nachher was trinken? Nein. Ach so, hier geht schon was. Ja, nee, ja. Das war jetzt nur... Weiß ich nicht, mit mir streiten sofort, nee, ne? Nee. Das war wirklich nur Show. Okay. Nur Show. Ja, ich hab das gesehen. Ja. Die wollte... Ja, er wollte. Er wollte sie... Nein. Was jetzt? Nee, nimmst du mich jetzt mit? Ja, wenn du möchtest, sehr gerne. Nach Amerika. Nach Amerika, gerne. Hast du einen Freund? Nein. Okay. Oh. Ich hoffe, das stimmt. Ich bin mir da nicht so sicher. Darf ich fragen, was findest du am schönsten an ihm? Sein Lächeln. Oh. Nein. Was war das? Geldschein. Warum? Wette verloren. Egal. Ah. Aber du bist auch der Schönere von beiden. Oh. Danke. Aber ich finde das so toll. Wann fahren wir denn? Wann immer du möchtest. Also ich habe noch bis Ende des Monats Tour, aber du kannst gerne mitkommen, so als Guide. Auf Tour komm immer mit mir dann auch gemeinsam. Na, oh nein, ich schon. Aber nee, du kommst dann einfach mit, ne? Oder? Okay. Ja. Super. Ich habe keine Ahnung. Klasse. Ich weiß es nicht. Ja. Ach so. Sie Mensch, beschwert guck sich. Mal, du hast doch da jemanden. Ja, eben. Du nicht. Sag mal, Ladies. Du, darf ich noch einen Trick machen? Möchtest du einen finalen Abschluss jetzt machen? Du würdest wahrscheinlich mega gerne mit mir zaubern, oder? Ja, total gerne. Ja, mega. Das glaube ich. Du machst die Jungfrau. Ja. Voll verliebt, ja. Okay. Durchschneiden? Ja, echt? Durchschneiden. Wow. Okay, ich frag dich weiter nach. Würdest du... Darf ich mit ihr zaubern? Nee. Ich habe ein Problem. Du hast ein Problem? Ja. Was? Wir müssen zwei Kinder und eine Katze mitnehmen. Ist ehrlich, dass du sagst. Ja, drüber reden wir gleich weiter. Ja, ja, pass auf, machen wir folgendes. Das passt für ihn, wirklich. Ja. Ich hab... Möchtest du ständig bei mir? Hallo. Jetzt ist aber gut. So, komm, sag mal. Also, komm, bring mir mal eine. Würdest du mir einen Gefallen tun, könntest du mit ihm einen kleinen Zaubertrick machen? Oh. Für mich würdest du das für mich tun. Das wäre mir so viel wert, wenn du jetzt mit ihm zaubern würdest. Nein. Das fände ich so toll. Einfach, genau. Ich kann da jetzt leider gar nichts machen. Pass auf. Aber ich mach's nachher wieder gut. Ich finde das so toll, dass du jetzt mit ihm zauberst. Ich sitze die ganze Zeit hier. Ich passe auf dich auf. Ehrenwort. Und ich fände das so toll, wenn du jetzt mit ihm zauberst. Genau. Das komm, würde mir so viel mir bedeuten. Ich kann doch, du kannst. Doch. Ich bin da, mach's einfach. Ja? Einfach, stell dich mal einfach kurz hin. Komm, stell dich mal kurz hin. Mach einfach für mich. Ja. Du weißt doch, einfach mal keine Fragen stellen. Geh einmal zu ihm hin. Ich bin die ganze Zeit für dich da. Und du klebst am Stuhl fest. Du kannst nicht mehr jetzt vom Stuhl aufkleben. Wie ist der Name? Steht, sicherheitshalber. Wie ist der Name? Was? Wie ist der Name? Bitte? Egal. Okay, alles klar. Wir beide machen jetzt was ganz Besonderes, das wir mal festhalten. Ich habe uns wieder Spielkarten mitgebracht. Das magst du ja so, ne? Ohne anfassen. Ja, so. Natürlich, klar, um Gottes Willen. Mensch, wir zwei, ich freue mich so nach der Klasse. Okay, und zwar von uns. Ja, du gehst mit dir trinken, ich bin in Amerika. Hast du die gute Magie? Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ich gönn's euch beide von Herzen. Okay. Und zwar, einmal den noch festhalten. Super, du machst das klasse. Okay, Spielkarten kennst du wahrscheinlich schon, ne? Rot-Schwarz-Zahlbild, alles dabei. Ich habe aber keine Brille an. Ist egal, alles gut. Darfst du dir trotzdem mal die Reihenfolge merken? Ja. Ja, reicht schon, alles gut, genau. Wir zeigen auch hier nochmal vor, alles mit am Start. Rot-Schwarz-Zahlbild.
Zahl, Bild. Und ich gehe die Karten einmal durch. Du darfst einmal eine Karte, genau, ich nehme den Stift nochmal kurz ab, darfst eine Karte ziehen. Lass dich bitte von mir nicht beeinflussen. Irgendeine, nimm dich raus, wie du magst. Genau. Magst du die? Nein, aber ich hab sie jetzt. Ja, dann zieh nochmal eine andere. Die unterste kenne ich auch immer, das ist langweilig. Genau. Irgendeine? Sehr gut. Ja, super, perfekt, wunderbar. Darfst du die Karte auch einmal allen zeigen? Genau, ich darf die auch sehen. Ich kenne den Trick eh. Nee, keine Angst, alles gut. Aber wenn es das doch ein Kartentrick ist, warum darfst du sie sehen? Ja, weil ich den Trick auch kenne. Ich hab's tausendmal gemacht. Genau. Sehr gut. Super. Wir können dann auch, wir können, wenn du möchtest, guck mal, ich bin top vorbereitet. Wir können dann einmal auch noch live zeigen. Wow, Kreuz 10. Kreuz 10. Mega Magic. Okay, du darfst die Kreuz 10. Hallo. Einmal hier. Scheiße. Echt? Pass auf, wir machen Deal. Wir machen Deal. Er macht es gleich noch ein zweites. Es ist mir auch viel lieber, wenn du das machst. Ich muss da mal einmal kurz eingreifen. Guck mal, schlaf. Was ist denn mit der los? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich meine, ich kann's verstehen. Hey, ganz ehrlich. Du schläfst Timo fest. Was, ne? Okay. Mensch, warte. Wie weiß ich mich? Hier, genau. Du darfst einmal deinen Namen draufschreiben. Ich nehme das Mikro ab. Genau, im Kopf rein. Ja, lass ihn. Ist bequem, ne? Alles gut. Ja, wer noch weiter Lust hat, wirklich zu extrem. Genau, einmal Namen draufschreiben und deine Telefonnummer für mich. Ich glaube, sie möchte deinen Namen nicht draufschreiben, ihren Namen nicht draufschreiben. Möchtest du für Christo deine Telefonnummer draufschreiben? Würdest du für mich deine Handynummer draufschreiben? Nur für mich? Ich lehne die Kamera auf. Der Körper entspannt sich immer mehr. Ja, du sinkst tiefer, du wirst immer ruhiger. Und ruhiger. Nee, passt schon. Mach mal mit dem Trick weiter. Ja, mach schnell. Ja, doch, schreib drauf. Den Namen? Ja, na klar. Auch mit der letzten richtigen Zahl? Ja. Ja? Die schreibe ich mir gleich auch ab. Ich bin da. Yes. Ja, gut. Ja. Ne? Finde ich auch. Das ist gut, dass sie das nicht hört. Ne? Ja. Wow. Super. Hast du? Perfekt. Achtung. Wunderbar. Super. Ich schreibe die auch gleich ab. Perfekt. Gut. Einmal kurz pusten. Ohne Spucke. Okay. Achtung. Du bekommst deine Spielkarte jetzt. Achtung. Ich falte die einmal jetzt zusammen. Einmal gut festhalten. Zwei Finger. Genau, oder mehr. Super, ich bekomme jetzt auch noch eine Spielkarte. Und da haben wir hier die Karo 6. Einmal mir den Stift geben. Ich unterschreibe meine Spielkarte. Willst du die? Ah ja. gebe ich dir nachher privat. Genau, super. Ich habe jetzt deine gleich. Super, wunderbar. So, ich unterschreibe das einmal. Perfekt. Denn jetzt machen wir beide ein ganz schönes gemeinsames Kunststück. Einmal kurz pusten. Okay, Achtung. Los geht's. Ich nehme meine Karte. Denn wir beide machen jetzt gemeinsam ein Kunststück. Das Kunststück nennt sich... Hallo? Doch, Moment. Das Kunststück nennt sich... Hey, ich bin für dich da. Alles ist gut. Du willst... Für mich machst du den Trick. Du hast... Bitte? Achtung, Achtung, Achtung. Wir machen jetzt gemeinsam den sogenannten French Kiss. Wir werden uns jetzt küssen. Zum Glück schläft sie. Okay. Ja, hier. Gott sei Dank. Weißt du? Nee, okay, also. Mit den Karten, mit den Karten. Für mit mich? Tu's für mich. Würdest du es für mich machen? Ich bin da, ich passe auf dich auf. Für mich? Wir fahren dann auch nach Amerika, wenn du den Trick mitmachst. Ja, versprochen. Mit den Karten. Ja, du darfst ihn anfassen. Natürlich darfst du ihn anfassen. Ist ja nett. Wurde noch nie gefragt. Ach so. Einmal kurz berühren. Gespürt? Ja, Achtung. Einmal aufmachen. Denn plötzlich habe ich deine Karte. Und deine Unterschrift. Und du. Oh, die Handynummer nicht zeigen. Datenschutz. Das gibt Ärger. Hast du meine Karte? Das gibt's doch gar nicht. Meine Unterschrift. Ganz großer Applaus. Wow. Sie kriegt wirklich nie wieder eine Karte. Ich habe da auch voll gekrickelt.
Oh, alles klar, ich kann es trotzdem lesen. Du darfst meine auch behalten, Mensch. Aber da steht deine Nummer nicht drauf. Ja, willst du die? Naja, du hast auch meine. Hallo? Es reicht doch, wenn ich deine Nummer habe, oder? Aber ich kann sie hier geben, damit sie sie auch bekommt. Ah, so. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, ja. Du darfst trotzdem mal kurz wieder Platz nehmen. Kannst du dich einmal kurz setzen? Einmal kurz setzen. Zu deinem Herren, Mensch, toll. Ich finde das so toll von dir, so toll, dass du den Trick mitgemacht hast. Ich bin wirklich richtig stolz auf dich. Nur für mich? Ja. Du bist wirklich. Aber ich will auch nicht mehr, dass er mich anfasst. Okay, mach da jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt bin ich ja für dich da. Also es war wirklich ganz toll. Und glaub mir, das Publikum fand es auch so toll. Die sagen dir das nachher, nach der Show auch, dass es echt toll war. Wirklich, ja. Mega. Echt? Ja. Du warst wirklich, ich verspreche dir jetzt schon auch. Ja, zwei passt auch mega zusammen. Genau. Ja, ich weiß, ihr auch. Ja, danke. Voll gut. Ich schläf voll gut. Voll gut, ja. Ja. Kann ich alles machen. Ja, ach, Christo, die Liebe ist anstrengend. Ist anstrengend. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ich versuche kurz meine Hand wieder frei zu. Alles gut. Guck mal kurz, schlaf. Tief und fest. Ein Applaus für unsere Freunde. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lass doch einfach ein Like da, abonnier den Kanal oder schau auf meiner Website www.showhypnotiseur.eu vorbei. Dort findest du alle Infos zu meiner kommenden Showtour, die im Oktober hoffentlich wieder startet. Und wenn du Fragen, Wünsche, Ideen oder Anregungen hast, dann schreib's in die Kommentare und ich werde dir antworten. Also, bis nächste Woche, da geht's dann weiter.